Die Dinger kann ich nicht anklicken und dahinter scheint doch irgendwas zu sein. Ich sehe es doch hier. Aber sowas wie Knöpfe kann ich hier nicht erkennen. Also ja, ich kann die Kristalle sehen. Ein paar Holzwände. Nein. Aber hier scheint auf jeden Fall... Oder ist das die Fackel von da drüben? Das scheint die Fackel von hier drüben zu sein. Ja. Gut. Okay. Ah ja, jetzt habe ich da drüben was aufgekriegt. Habe ich schon gesagt, dass ich es seltsam finde, dass bis jetzt noch keine Gegner gekommen sind. Also ja, hier mache ich mal ein Dings runter, dass ich da noch nicht unten war. Noch ein Heilerpilz. Da hinten scheint auf jeden Fall was rumzulaufen. Was ist hier versteckt? Nichts. Etwas Gras. Hier wäre ein Weg. Einmal dunkler Weg. Mich würde aber interessieren, was hier hinter ist. Hier habe ich auf jeden Fall sich was bewegen sehen. Also ja, ich sehe einen Haufen Spinnen, die sich bewegen, aber ich meine was Gegnermäßiges. Da habe ich eine Spinne gesehen. Was steht hier? Simulcarum. Ja, die Spinnen werden immer lauter. Ja, da sind die Spinnen. Und da ist noch ein Loch. So ein Fallgruben-Dings da. Was steht denn hier? Nur der Furchtlose soll passieren. Kann ich mir schon vorstellen, das ist eine Kanone, die uns in den Rücken ballert. Also ja, wir könnten theoretisch in den Raum gehen. Hier ist alles voll mit diesen Anditch-Sphären, durch die wir nicht durchkommen. Jupp. Hier ist wieder ein Rätselraum. Mit dem wir wohl noch nichts anfangen können. Das war jetzt gerade hoffentlich nur ein Hintergrundgeräusch, weil ich habe irgendwas Metallisches gehört. Ja, hier kommen wir auch nicht. Also hier könnten wir als der Mutigste entlang gehen. Durch die Tür kommen wir nicht. Durch die Türen kommen wir auch alle noch nicht. So wirklich durch. Da bleibt ja nur noch die Türe hier.
Mach sicherheitshalber. Oh ja, das Licht war sowieso aus. Okay. Das habe ich durch das Dämmerlicht der Kristalle gar nicht richtig wahrgenommen. Weg nach unten. Also ja, es hat wieder mehrere Ebenen hier. Netterweise. Hebst du ewig oder gehst du gleich aus? Wow. Ich sehe nichts mehr. Ah. Was zur Hölle? Ich bin von irgendwelchen Viechern eingekesselt und ich sterbe. Okay. Nein. Definitiv ein dickes Nein. Ich meide die Kristallminen erst einmal. Das Viehzeug kam mir dann doch etwas zu hart vor. Also ja. Kristallminen, Weg der Schnecke. Und hier hinter Kristallminen. Heftig. So. Gut, das war irgendein Betrachter ähnliches Viehzeug gerade eben, dem ich nicht nochmal so schnell begegnen möchte. Hier waren wir überall fertig eigentlich. Das heißt, um die Küste rum und wieder nach unten. Zurück in die Archive. Da wollte ich nämlich auch nochmal einen Zwischenstopp machen. Habe ich ja schon am Anfang der letzten Aufnahmesession angekündigt. Und wir nochmal mir dieses Rätsel angucken in den Archiven. So, also, hier war Goldschlüssel Axt, das hatten wir ja schon. Expo, genau, die Schatzkammer. Und das müsste dann alles gewesen sein, was wir hier in den Archiven genau haben. Lexikanium und der Basement, ja. Gut. Runter. In die Archive. Du mach mal frisches Licht. Das ist uns nämlich schon wieder ausgegangen. So, das heißt hier runter. Und ja, ich verzichte auf den Plattenhelm erst einmal. So, genau, Archive. Darum. Genau, dieses Secret-Ding hier. Da liegt übrigens noch ein Dietrich und auf jeden Fall eine Flasche und irgendein anderer Gegenstand. So. TE, Uhu, Na, Pala, Uhu. Ja, gib mir mal kurz meinen Zettel mit den Übersetzungsteilen. Wo ist es denn? Da. TE, Uhu. Na, ist 2, ja. Pala Uhu Na. Na ist 2. Ko hatten wir noch nicht. Also bei dem Ko habe ich ja gemutmaßt, dass das 3 sein soll. Weil ich kann es jetzt hier schlecht zeigen, weil wenn ich meine Maus bewege, dann geht ja das Ding weg. Also das nah bedeutet ja, man soll 2 Schritte gehen oder so. Deswegen denke ich mal, das Ko, was hier steht, bedeutet 3. Was ich jetzt nicht weiß, ist das Pala und das Farm. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn man sich die Schriftrolle mal genau ansieht,
R und R bedeutet, geh einen Seitwärtsschritt nach links. TE bedeutet, geh einen Seitwärtsschritt nach rechts. Das hatten wir ja hier drüben bei dem Rätsel auch. Also TE und R. Und damit hat es ja geklappt. Ich könnte mir vorstellen, weil auf dieser Schriftrolle sind ja drüber noch die Symbole fürs Drehen. Also dreh dich in irgendeine Richtung. Aber da steht halt nichts dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass das Pala und Farm sein soll. Das könnte ich mal ausprobieren. Und zwar nehme ich mir mal wieder meinen hilfreichen Zettel. Da. Und notiere mir das mal. Also TE. Ich nehme mal an, weil da kein I steht, heißt das G1 nach 1 nach rechts. Also 1 nach rechts gehen. Dann Uhu-Na heißt zweimal nach oben gehen. Pala. Pala könnte jetzt entweder nach links drehen sein oder nach rechts drehen. Ich mache mal nach links drehen, das Symbol. So. Dann zweimal wieder geradeaus. Zweimal wieder geradeaus, dann wieder zweimal nach rechts drehen. Nach links drehen. Ich habe gesagt, Pala mache ich mal nach links drehen. Also da steht Palana. RE heißt einmal nach rechts, einmal nach links gehen. FAM ist das andere Unbekannte. Wenn ich sage, Pala ist nach links drehen, sage ich mal, FAM ist nach rechts drehen. Also dreimal nach rechts drehen. Weil ich ja mutmaße, dass das Q nach rechts heißt. Und Lam, Q, Lam heißt dreimal dann zurückgehen. Eins, zwei, drei. So, wenn es so rum nicht klappt, dann vertausche ich Pala und FAM einfach mal. So, also zurück zum Ausgangspunkt. Gut. Also 1 nach rechts, 2 nach vorne. Okay, es kann schon mal nur nach links drehen sein, weil wenn ich mich nach rechts drehe und 2 nach vorne gehen würde, würde ich gegen die Wand ditchen. Also 1, 2 nach vorne. Dann zweimal drehen. Also nach links drehen. Dann 1 nach links gehen. Dann dreimal nach rechts drehen. Also 1, 2, 3 und dann dreimal zurück. 1, 2, 3. Tatsache. Secret gefunden. Dragon Brief Revolver. Heilige Kacke. Ein Revolver haben wir hier gerade gefunden. Und eine Potion of Strange. Strength. Nee, also nicht die eine Potion der Seltsamkeit. Da du schon hast, kriegst du mal. So. Ein Revolver, der zwar nicht so viel Schaden macht wie das Ding. Aber er kann schnell schießen. Ja, sehr gut. Okay, dann heißt das, du gehst mal hier zu dem Zeug, was wir nachher aussortieren werden. Du solltest deine Gleichheit essen. Und dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Okay. So, nächster Stopp ist erst einmal durch das Windgate nach draußen. Habe ich da gerade was sich bewegen sehen auf der Insel in der Mitte? Zu den Archiven. Ja, okay, das ist die Mitteilung da, die ich da verfasst habe. Hier können wir einfach mal drüber gehen. Ich glaube, das nächste, was ich machen werde,
Also Kristallbienen scheinen mir für meinen Geschmack noch zu heftig zu sein.